Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 zusammen mit den anderen zwei Kollegen. Einen wunderschönen. Moin moin. Moin moin. So langsam kann ich deine Anmord auch auswendig. Meine? Ja. Ja, das hat... ist eigentlich schwer. Ja. Mein ist da glaube ich ein bisschen länger, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so viel länger ist. Glaubt ihr, die sind beide gleich lang ungefähr? Meines Erachtens. Ja, ich weiß es nicht. So, ja, ich bin immer noch am Ansehen des Feld 5. Der gute Flipsy ist immer noch am Mähen unserer Wiesen und der Sebi ist immer noch am Alken. Kalk holen momentan. Habe ich denn schon vom Feld hier? Ja, knapp die Hälfte. Okay, das ist auch jetzt nicht so groß. Ich glaube, nach dem Feld soll ich mal die Sämaschine reparieren gehen dann. Weil dann haben wir so knapp 30% Abnutzung. Verschleiß. Ich habe gerade einen Stau beim Rückwärts fahren. Ein Stau? Also ja, Mann, KI-Verkehr, wenn oder? Ich bin jetzt nämlich rückwärts auf der Straße gefahren. Einfahrt verpasst? Auf der Straße bin ich jetzt Snipe fahren. Um den KI-Verkehr ein bisschen zu ärgern. Das passt. Mal schönes cooles Red Bull hier aufgemacht. Ich habe schon mitbekommen, als ich bloß dieses komische Bumpern gehört habe. Da habe ich schon gewusst, was abgeht. Ja, in der Aufnahme war ich kurz im roten Bereich, glaube ich. Ja. Aber ich sollte mich dann mit meinem Stuhl ein bisschen nach hinten drehen, damit es nicht ganz so laut ist. Weiter weg vom Mikrofon mit den Händen. Mit den Händen. Werde ich mir in der im Schnitt dann gleich mal angucken, wie laut das ist. Aber ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein, wenn es zu laut war. Ah, da ist vorhin auch wahrscheinlich das Geld weggegangen an Kalk. Also nochmal ein bisschen ein leichtes Vorgewende hier fahren. Ich nehme jetzt auch den rechten Teil da jetzt mal mit. Dass der wieder beseitigt ist. In Zukunft müssten wir die Wiesen später mähen. War noch nicht alles reif, oder? Erstens das und zweitens waren sie nicht ganz reif. Okay, laut Anzeige müssen eigentlich reif gewesen sein, aber gut. Ja, aber nicht in der vollsten Stufe. Geben sie weniger ab. Ja.
Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal noch ein bisschen warten. GPS. Ach ja, Sebi, was soll eigentlich der zweite Traktor werden? Ich bin noch nicht. Mir reicht meiner. Okay. Den, wo ich jetzt hab. Weil wir meinen, er reicht für kleine Arbeiten wie Schwaden oder so weiter. Ja, den Baldro oder sowas. Und den Lindtrack. Boah, den haben wir auch noch nicht. Überleg's mir, wenn ich mit Kalken fertig bin. Oder ich mach's, während ich dann die Bahn, nächste Bahn kalke. Ja. Muss halt aufpassen, immer wieder kurz gucken, dass halt nicht, wenn du irgendwo im Baum reinfährst und dann dahin hängen bleibst. Oder dass ich leer werde. Ja, das wäre tatsächlich noch gar nicht so schlimm. Die nochmal mit. Mein Mikro auf 10, dann kann ich in Ruhe schauen. Mein Headset jammert, ich brauche Saft. Oh nein. Ach, ich hab's am Kabel. Ja, Bluetooth hat halt seine Vor- und Nachteile. Jo. Aber wie ich finde, eigentlich mehr Vorteile als Nachteile. So, kurz weg. Wäre schon schön. Was ist? Der Walter T-Series wäre schon schön. Hm? Obacht, dürfte kurz lecken. Weil ich einstecke. Hab ich gar nicht gemerkt. Walter T-Series. Naja, von mittelgroßen Traktoren. Naja, hab ich gefunden. Die Konfiguration, die muss ich mir noch anschauen. Wir können ja auch gerne den Mod mit draufnehmen, also das ist nicht das Problem. Ich hätte es eher noch kleiner. Ich hätte es an den N-Series gedacht. Mir gefällt der T. Weil die können doch bis... Also der N-Series, der noch kleinere, kann er doch 201 PS haben. Aber wenn er will, kann auch den T haben. Muss ich halt budgettechnisch ausgehen. Aber der hat halt schon direkt 210 PS. Ja. Merk mir den mal, da mal kurz einen Screenshot von dem. Jetzt ganz kurz mal die Bahn genommen. Kann auch ein Steyr Profi haben oder sowas. Ja. Kann er sich ja dann noch genauer überlegen. Ja. Alter. Sound? Ob da jetzt einfach der Helfer rein ist. Oh. Bei dir? Ich der Hälfte. So, nach dieser Wiese bin ich auch schon fertig mit Main. Echt jetzt? Jo. Oh Mann.
Ja, ich habe auch die letzten Bahnen hier am Ansehen. So 5 oder so, oder ja, 7 oder so werden es wahrscheinlich noch sein. Sebi, was wirst denn du machen? Willst du dann ansehen oder soll ich, oder? What? Hab grad gar nicht zugehört. Willst du dann ins Flo helfen beim Sehen oder soll ich, oder was willst du machen? Mach du. Hilf ihm du beim Ansehen, ich brauch noch ein bisschen beim Kalken. Wenn ich kalke mit 10 km/h. Okay. Ich glaube, der Kalkstreifen braucht mal reparieren dann, oder? Nein, ich bin mit 10 km/h gefahren, weil ich so mein Thermometer eingestellt habe. Okay. Bike kannst du ihn schneller stellen, also. Ich hab den gerade so langsam gestellt, dass ich nur über einen Zwo-Traktor schauen kann. Das war bis zu eng. Okay. Das Schindler ist aber auch nicht ganz scharf. Oh. Raus. Raus. Florian ist vom, ist kurz vom Verrecken, weil er sich, ja. Ja, ich bin an Strommaschen hängen geblieben. Nicht ganz so optimal. Sei froh, dass da kein Strom drauf ist. Ja. Zum Schluss macht nur noch Titel. Dann herrscht nur noch Puff. Und dann ist der Traktor hier. Nicht nur der Traktor. Welche Fähigkeit hast du auch noch? Ja, ich habe ja eigentlich Gummireifen, also. Trotzdem. Der springt über die Luft auf den Traktor drauf. Auf die Felgen und dann über die Felgen auf die ganze Karosserie. Ja, aber die sind nicht am Boden, also halt, deswegen ist ja ein fahrradalischer Käfig. Weil der immer noch Gummi am Boden hat. Trotzdem gibt's einen kurzen Durchstrom auf den Diesel drauf. Ja, man darf halt, man darf sich ja halt nicht mal aus dem Traktor rausbewegen. Und danke. Doch. Nein. Also das allerbeste ist halt einfach bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr anzurufen. Ja, die leitet dann weiter, damit da und da der Strom ausgeschaltet wird. Dann musst dann du 2 Stunden warten. Viel ich mitbekommen habe. Sind es 2 Stunden. Okay. Und dann musst du vom, also von der Kabine aus richtig Anschwung nehmen und so gut wie ganz weit, also ja. Mindestens eine Mähwerkbreite, mindestens 6 Meter vom Traktor wegspringen, okay. Damit dir so gut wie nichts passieren kann, soll. Okay, 6 Meter springen, easy, Alter. Eine von so einem, seiner Arbeitsbreite halt. Je nachdem, bei mir sind es so 6 Meter auf einer Seite. Flip! Ja. Auf die letzten 2 Bahnen ist mein Kalk nochmal ausgegangen. Wow. Ja, dann mach den Düngekalkstreuer nur noch halb voll, würde ich sagen. Ja. Ansonsten hat er nichts mit so einem Kalken, oder? Nope. Es gibt sogar 2 Einfahrten zum Feld. Ich habe immer die schwierigsten, die längste genommen. Ja, es gibt 2 Einfahrten. Die eine kommt an die Kante und die andere irgendwo in die Mitte. Sogar 3, eine am Eck, eine an der Kante und eine Mitte. Das war jetzt mal nicht so real, was ich gerade gemacht habe. Wir haben es nicht gesehen, also. Was ist gut? Okay, es hat schon 0,6 Stunden drauf, geil. 16,3, das ist mal Ansage. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber mein Großer stand ja auch schon 15 Stunden drauf. Naja, es sind ja unsere 2 Haupttraktoren, mit denen wir am meisten machen. Ich schau mal, vielleicht kann ich sogar mit dem Kleinen sehen. Das ist eigentlich schaffen. Verbraucht weniger Sprit. Weil die Sämaschine braucht meines Erachtens, also die Standard
Ja, man geht Standard mit Mod, aber ich glaube 185 PS, oder? Ja, habt ihr das gerade gehört, was ich gesagt habe? Zufällig. Der Kerl liegt wirklich auf der Seite. Da steht ein Fendt, oh, wer hat denn den da geparkt? Warte mal, ich muss den schwarzen, ne? Ich muss ganz kurz ja. Nein, das ist doch meiner, den habe ich da schon gepackt, weil ich da umgehängt habe. Der Kerl liegt wirklich auf der Seite. Also ich weiß auf jeden Fall nicht, das sieht man auf der Aufnahme. Wo ich rausgefahren bin, stand er noch. Ja. Ja, also wie soll ich denn rein... umgefahren haben, wenn ich von da komme? Als ich reingefahren bin, stand er auch noch. Vielleicht. Ich habe jetzt gerade eben... Vielleicht stand er da noch. Ach Gott, das sieht schon wieder aus. Nein. Der KI-Verkehr, nicht schon wieder. Also du und Verkehr auf der Straße vertragt dich anscheinend nicht gut. Die braucht 200 CPS. Echt jetzt? Ja, okay, aber hat doch der Premium oder nicht? Der 205, das schafft er. Warte mal kurz reparieren. Warte mal, ich muss jetzt ganz kurz nachgucken. Alter, meine Johnnies, die haben aber auch eine super Wartung, hey. Die Originale braucht 180. Ein bisschen modifiziert. Ja, aber die, was wir haben, ist auch 2 Meter breiter. 6. Aber das ist dann schafft er aber. Ah, hab's geschafft. Stimmt, die ist 8 Meter. Wer hat die Scheibe auf? Okay. Also, ich komme. Ja. So. Oh Gott. So, ich, soll ich nochmal runterkommen zu Feld 5 oder? Philipp? Ja. Weißt du, ob es hier auf der Map funktionierende Blitzer gibt? Nein. Nee, gibt's nicht. So gibt's nicht. Gut, sonst hätte ich jetzt schon in 32.000 Euro rechnen. Den Blitzer. Ja. Oh! Gut möglich. Bei mir hat's gerade geleckt. Bei mir nicht. Bei mir auch. Dann bin ich auf einmal mit dem Arsch richtig zack weggerutscht. Bisschen so leicht. Nicht mal. Wegen dem Lag war das nur. Achso. Wir müssen jetzt drin gucken, dass die Säure unreif werden. Wir brauchen wieder Kohle. Ich kann aber Philipp, GPS ist richtig praktisch, wenn man zu, wo sein Kalk zu Ende wurde, da hinfahren möchte. Ja. Fahrt mal einfach mit GPS dahinter. Ja. Ich kann meine Scheibe zumachen und staubt sie so rein. Ja, was ist denn eigentlich unser nächstes Feld, was ansehen braucht? Die 34. Okay, gut, da komme ich dann auch gleich hin. Ich habe noch. Ja, 3 Bahnen. Ja, 2, 3 Bahnen, sowas noch. Ein Kalkstein. Hm? Ist normal, dass wir 20 beim Kalkstein jetzt fort? In LS, ja. In Real Life, kommt drauf an. Würde man zwar nie machen, aber. In der letzten Saison. Bin auch ein Vollprofi. Hab die Seemaschine eingeschaltet, GPS-Kurs gemacht, aber nicht runtergelassen. Bei mir war es tatsächlich vorhin so, ich habe sie nicht angeschalten. Und da war ich halt eben im Menü drin, habe was geguckt.
Dann war ich am Ende, bin ein bisschen zurückgefahren, dachte mir so, ja, alles super, Bahn ist angesehen, dann so, ja, warte mal, da ist immer noch die weiße Kalkte, das kann nicht stimmen. Links oben geguckt, oh. Ja gut, ne? Ausmachen, weil ich die jetzt nicht mehr brauche. Philipp? Sagen, ja, komm ich rum. Jetzt brauche ich die Linien. Ich brauche die Linien jetzt nochmal. Dann drück Alt C. Also das GPS ist dann aus. GPS ist dann allgemein aus, ja. Um einen neuen Kurs zu machen, musst du dann wieder Alt Alt C drücken. Gut. Philipp? Ja? Hörst du gerade Radio im Landwirtschafts von Lotte? Ja. Ich auch. Ich ebenfalls Radio. Standard, weil es YouTube nicht zulässt. Mach online. Wenn man nicht aufnimmt und nicht so hochlädt, kann man online gerne anhören, aber in der Aufnahme ist natürlich scheiße, ne? Also ich habe es zwei Vorgewände gezogen. Passt, ich habe noch zwei Bahnen, dann bin ich auch fertig. Ich mache dann einen GPS-Kurs und speichere den ab für dich, Flo. Jo. Siehst du, so bin ich und wie ist er zu mir? Was? Du brauchst keinen Kurs von mir. Ich weiß, war bloß Spaß. Das hört sich immer so an, weißt du? Ja. Aber ein Problem hätten wir dann. Ich mir ist gerade eingefallen, ich muss doch meinen eigenen Kurs machen. Nee, nicht unbedingt, du musst einfach nur sie. Na, die Größe verringern. Genau. Also, ich speichere dir gleich ab. Ja, was ist das andere Problem? Das war das Problem. Achso, so, ist okay, okay. Zwei Leute, ein Gedanke. Ich fahre immer noch schön herum. Das kann ich so nicht stehen lassen. Oh, da ist noch ein bisschen was. Nehme ich natürlich auch mit. Passt. Es fällt 30. Passt. Ja, wir sind besser. Boah, der macht die Scheiße. Hilfe. Da waren Buschen. Die letzte Bahn, ich bin da. Also kommt es mir nur so vor, dass in manchen Fällen so gut wie nie bestellt. Oder werden nie geerntet. Ja, auf jeden Fall die Eins neben unserem Hof, da ist seit Jahren Weizen drauf. Also seit wir hier angekommen sind. Wir haben hier schon mindestens 5 Tage vorgespult, wenn es lang. Wie schnell sollte ich mit der Seemaschine fahren können? 17 km/h, oder? Guck mal auf die Beschädigung oder die Abnutzung oder Verschleiß, wie immer. 0. 1 kann man auch als Aufschlag. 0, Seemaschine 2,2, das ist alles noch im grünen Bereich. Ja, ich kann jetzt. So? Ja. Feld 1 kann die als Auftrag ernten. Für wie viel? Auf jeden Fall für was anderes liegt mir deutlich mehr. Ja, missionstechnisch. Weiß ich. 6.308. Da gibt's. Über deine Entscheidung. Gruppen teilweise mehr. Was? Da gibt's selbst Gruppen teilweise mehr.
Oh Gott. Das war's. Wenn du willst, kannst du für zwei ernten. Flohauftrag. Oh. Oh ja, der ist ein bisschen groß. Feld 2. Als großes kannst du es vergessen. Ja. Ich glaube, da wäre ein bisschen länger drin als wie ein Tag. Oder Feld 20 sehen. Das wäre eigentlich ganz okay von der Größe her. Das ist übrigens am Feld 18. Da kriegt er sogar eine richtig breite Seemaschine. Für 12.000? Ja. Könnte man machen. Aber erst wäre das Geld für den Kalk wieder drin. Oder wenn er pflügen mag für 13.000, Feld 21. Darf ich auch entscheiden, welchen Lohnauftrag ich mache? Er macht ja Vorschläge. Ich mach bloß Vorschläge, ich akzeptiere es ja nicht. Haben wir Multiplayer-Missions drauf? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Okay, Feld 21 fällt raus. Zu weit weg? Nee, zu groß. Und der ist eindeutig. Feld 1 können wir doch mal ernten. Dann ist es nämlich nicht mehr bestellt. Das gibt zu wenig. Ja, und außerdem können wir dann gucken, ob am Ende, wenn auf 50.000 Folgen die Gemeinderat zu Ende ist, ob es dann immer noch mit Weizen bestellt ist. Ja. Ich glaube nicht, vorher kaufen wir es. Ja, das kann gut sein. Ach, wir sind so weit vor. So. Einmal. Also die Vorgewände sind gezogen. Nee. Der Kärcher liegt noch. Ja, ich kann ihn nicht anklatschen. Oh. Kann ich ihn annehmen? Der läuft noch. Dein Fendt. What the... Hä? Was hast du denn? Das Karosserie... Waffe, was? Ich glaub, der Kärcher macht ein Problem. Ja. Der geht die ganze Zeit gerade an und aus, bevor ich nichts mache. Ha! Okay, jetzt funktioniert er wieder. Ich kann ihn nicht hochheben, okay. Was geht denn hier schon wieder? Der Kärcher! Immer wo ich ihn angemacht habe, hat er mich gleich in die Halle reingetan. So, wir gehen jetzt auf Feld 30. Kannst du mal probieren, den Traktor, den Unimog mit dem Steuer zu reinigen. Immer wenn ich das versuche, da komme ich gleich in die Halle rein. Komm schon rein. Der schmeißt mich gleich in die Halle rein. Während ich probiere. Oh Gott. Also ich habe mir jetzt gerade angefasst, oder bei mir hat er funktioniert. Ich da, ach egal. Bei mir auch, funktioniert auch einwandfrei. Also ich wasche jetzt bloß den Unimog, weil der Kalkstreuer. Ja. Ich schätze, da ist noch Kalk drin, oder? Ja. Null, bitte. Gar nichts. Der Streuer hin. Wo den raus bei der Seemaschine hin. So, aber wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ja, dann kommt nochmal der bekannte Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet dich auch keinen Cent. Und unten gibt es einen roten Button, den bitte grau machen, wenn ihr wollt, und die Glocke aktivieren. Das wäre lieb. Danke. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Samstag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.
there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.